Moin moin und herzlich willkommen zu einem etwas anderen buchigen Video. Heute soll es darum gehen, wie man Bücher sehr schön verpacken kann. Ein sehr schöner Nebeneffekt meiner Buchhändlerausbildung und meine Arbeit in der Buchhandlung ist, dass ich täglich Bücher und auch andere Dinge einpacken musste und dadurch echt sehr, sehr viel Übung da drin bekommen habe und ich es mittlerweile einfach sehr gerne mache. Ja, und da gibt es einen besonderen Kniff, den sehr, sehr viele Buchhändler und Buchhändlerinnen anwenden, weil es doch eben oft sehr, sehr schnell gehen soll, auch besonders jetzt zu Weihnachten, wo wirklich sich lange Schlangen bilden von Kunden, die einfach ihre Bücher einpacken lassen wollen. Und wenn man dann noch mit Aufklebern und Geschenkband und so weiter damit rumhantiert, dann dauert das einfach. Und deswegen machen sehr, sehr viele die Buchhändlerfalte. Und die möchte ich euch ganz gerne gleich mal zeigen. Die ist nämlich sehr, sehr simpel und sieht einfach extrem schick aus. Und ich finde, besonders Bücher kann man damit perfekt einpacken, auch wenn man die mal irgendwie verschicken möchte oder transportieren möchte. Da wird halt keine Schleife und kein Schleifenband. Irgendwie muss man Angst haben, dass das platt angedrückt wird, sondern ja, sieht einfach schick aus und man hat keine Klebestelle, jedenfalls an der langen Seite nicht. Auf der Rückseite hat man keine Klebestellen und ja, das möchte ich euch gleich einmal zeigen, die verschiedenen Möglichkeiten, die man da hat. Und ja, mittlerweile packe ich einfach alles ein in dieser Art und Weise und probiere mich da so ein bisschen aus und es bringt einfach extrem viel Spaß und da bin ich einfach auch sehr glücklich, dass ich da jetzt so viel Übung drin habe. Natürlich, die Anfänge waren ganz, ganz grausig und da hatte man natürlich ganz dolle Angst, wenn ein Kunde da mit einem Kalender um die Ecke kam oder mit einem Flummi oder mit einem was ganz anderen unförmigen Teil. Aber mittlerweile packe ich wirklich jedes Ding, nicht nur Bücher, mit dieser Art und Weise ein und ich komme damit eigentlich immer ganz, ja, ziemlich weit voran. Und ja, jetzt zu Weihnachten habe ich natürlich auch einiges einzupacken und ich dachte, ich nehme euch jetzt einfach mal mit und vielleicht mag der ein oder andere das ja auch mal ausprobieren jetzt zu Weihnachten. Und deswegen werde ich die Kamera jetzt mal schwenken auf meinen Tisch und dann ja, gucken wir mal, dass ich euch etwas zeigen kann. So, ich hoffe, ihr könnt mich gut hören und ihr könnt den Bereich sehr gut sehen. Ihr braucht im Grunde nur einen guten Platz, wo ihr euch ein bisschen ausbreiten könnt. Tesafilm, Schere und natürlich ein Geschenkpapier und das Geschenk selbst, das Buch. Ich habe mich hier extra für ein weihnachtliches Buch entschieden. Und zwar ist das mein letzter Neuzugang. Ich und der Weihnachtsmann von Matt Haig. Das ist ja der dritte Teil dieser weihnachtlichen Reihe. Und ich freue mich schon sehr darauf. Ja, und ich dachte, das hebt sich jetzt hier auch sehr gut von dem Rot-Gold auch so ein bisschen ab, dass ihr das ein bisschen besser erkennen könnt. Die Buchhändlerfalte, die kann man am besten mit, ja, zweiseitigen farbigen Geschenkpapier machen. So ist es jedenfalls am einfachsten. Ich zeige es euch nachher auch nochmal, wenn ihr ein Geschenkpapier habt, was nur auf einer Seite bedruckt ist. Aber ja, so könnt ihr auf jeden Fall schon mit relativ schlichtem Geschenkpapier sehr viel Wirkung erzielen. Ich habe hier jetzt schon einen Bogen abgeschnitten. Also ihr braucht natürlich von der Länge her ein bisschen mehr als wenn ihr einfach nur rumwickeln wollt. Also wenn ihr es einfach so machen würdet, hättet ihr natürlich ein bisschen weniger Papier gebraucht. Aber in diesem Fall wollen wir ja noch ein bisschen falten und deswegen braucht es ein bisschen mehr. Ja, wir fangen einfach mal an. Also ihr entscheidet euch für eine Seite, die nach außen soll, rot oder gold. Ich habe jetzt hier rot und dann knickt ihr die eine Seite schon mal so rüber und zieht sie so ein bisschen stramm, dass ihr, ja, etwas mehr als die Hälfte das Buch sozusagen bedeckt habt. Dann nehmt ihr die andere Seite und ihr könntet natürlich jetzt einfach so schon knicken. Jetzt in diesem Fall ist es bei mir jetzt noch ein bisschen lang, aber auch selbst das wäre eine Möglichkeit, hier jetzt einfach zu knicken und sagen, so soll das Buch sein. Aber ich möchte hier noch eine schönere Kante haben und sage deswegen, ich knick's jetzt hier einmal um. Man kann so ein bisschen die Seite des Buches als Stütze nehmen. So, und dann zieht ihr nochmal stramm und jetzt macht ihr die Falte. Und jetzt könnt ihr euch entscheiden, ob ihr eine schräge Falte wollt oder ob ihr eine gerade Falte wollt.
Ich mag es immer gerne ein bisschen schräg. Und deswegen ziehe ich die jetzt gerade. So. Jetzt wird es ein bisschen heikel. Jetzt müsst ihr halt aufpassen, dass es nicht verrutscht, weil wir jetzt noch nichts festkleben. Drehen wir es einmal um. Und jetzt macht ihr es ganz genau so wie auch sonst, dass ihr hier so die Ecken einklickt und dann hier einmal umschlägt, damit ihr nicht so viel Überhang habt. Und dann nehmt ihr einen Theseabroller. Der ist ganz cool, weil man sich den so an den Daumen stecken kann. So, und dann nochmal schnell die andere Seite. Deswegen ist es immer ganz gut, dass auf der Seite, dass es nicht zu viel Papier ist, dass man hier nicht zu viel umschlagen muss. Sonst wird auch das Papier immer steifer. So, und das ist es eigentlich schon. Ihr seht jetzt hier den Knick, weil ich ihn jetzt einmal schon geknickt hatte. Aber ansonsten ist es das eigentlich schon. Ich finde, das sieht sehr edel aus. Man kann natürlich jetzt hier noch Sticker raufkleben oder noch zusätzlich mit irgendwelchen Bändern oder so arbeiten. Oder man kann noch, weiß ich nicht, eine Praline oder so rauf machen. Aber ich finde, das sieht so schon ziemlich edel aus und macht ziemlich viel her. Und ich finde, es ist auch relativ einfach zu packen. Was ich halt auch schön finde, man hat überhaupt keine... ja, hier keine Klebestelle, klar an der Seite. Man hätte es jetzt hier noch ein bisschen schöner machen können, dass man die längs klebt, die Tesafilme, und nicht so lang macht, wie ich jetzt. Ja, also so ist sozusagen schon mal die Buchhändlerfalte. Und man kann natürlich jetzt auch das Buch längs einpacken, so dass die Falte so ist. Und das will ich euch jetzt auch noch mal zeigen. So, ihr seht, ich habe mich diesmal für die goldene Seite entschieden und einfach mal die Falte quer gemacht. Was das Schöne ist an dieser Sache ist, dass wenn man auch das Stück Papier, den Bogenpapier einfach zu lang gemacht hat, dass man durch Umklappen, mehrmaliges Umklappen, das immer kürzen kann. Natürlich wird es dadurch immer ein bisschen steifer, aber man kann immer viel korrigieren. Auch hier hat man hier keine... Klebestellen. Auch hier habe ich hier wieder ein bisschen natürlich jetzt nicht ganz so schön die Tesafilme gesetzt, aber ich finde, das macht einfach unglaublich was her. Und ja, das ist eigentlich jetzt die einfachste Variante. Und jetzt möchte ich euch natürlich auch noch mal zeigen, wie das ist, wenn wir mit einem einfachen Geschenkpapier arbeiten, was wirklich nur auf einer Seite bedruckt ist. So, ihr seht, ich habe jetzt hier so ein süßes Wichtelpapier. Hier mache ich das wieder längs. Und auch hier achten wir wieder darauf, dass die untere Seite mindestens die Hälfte bedeckt. Und dann können wir oben, das ist jetzt eben der Unterschied zum, zum beidseitigen Papier, schlagen wir hier schon mal einmal um. Relativ großzügig, damit wir viel zum Falten haben. So, einmal gerade. Und dann nehmen wir hier, ziehen das wieder stramm und knicken um.
und so kann man dann auch hier wieder falten. Was man natürlich auch machen kann, und das ist jetzt sozusagen advanced, man kann natürlich jetzt auch noch so einen Knick machen. So ein bisschen hin und her knicken, so dass man hier sogar drei Falten hat. Jetzt mal nicht geklebt, weil ich es gleich wieder auswickel, aber so habt ihr jetzt hier sozusagen eine Falte und noch eine zweite Falte. Und man kann die natürlich so oft hin und her knicken, wie man möchte. Man kann auch so eine Art Fächer dann machen, wenn man ein bisschen schräg klebt, und da probiere ich mich dann immer sehr gerne aus, und je nachdem, wie das Geschenkpapier aussieht, kann man da ein bisschen kreativer werden. Hier hat es halt diese geraden Linien, deswegen knicke ich das immer sehr gerne dann auch gerade. Aber ja, da kann man richtig kreativ werden und es sieht immer schön aus, obwohl da überhaupt kein Schleifband drum ist. Und ich liebe das und es macht mir einfach unglaublich viel Freude. Und ja, vielleicht war das ja auch ein kleiner Tipp für euch, den ihr gerne mal ausprobieren wollen würdet. Und wenn ja, dann könnt ihr mir mal gerne Bescheid sagen, ob es bei euch gelungen ist, und könnt mir auch gerne Fotos zukommen lassen, wenn ihr möchtet. Es gibt ja so manche, die dann noch extra aus Papier etwas falten und oben drauf kleben. Das ist natürlich nochmal was anderes. Aber heute ging es ja tatsächlich um die Buchhändlerfalte, um das sehr einfache, aber trotzdem wirkungsvolle Einpacken. Und keine Angst, das Papier, was ich jetzt hier verwendet habe, das wird natürlich nicht weggeschmissen, sondern für die richtigen Weihnachtsgeschenke wiederverwendet. Und ja, ich werde jetzt noch ein bisschen weiterpacken für Weihnachten und wünsche euch jetzt noch eine schöne lesereiche Zeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!